Der ist 48 geboren, der Horst, und der Diesel hier, der fuhr. Die eben im Einsatz waren. Und bis zum 8. Mai. Und dann war er weg, verschwunden. Kam Uni nach Hause und dann, das war Silvester. Und den Sonntag, dann Neujahr, den Vormittag kam dann die Stasi. Wo der Junge ist, da, der ist nicht nach Hause gekommen, weiß ich nicht. Na, der kommt doch nicht. Wusste man, dass der Mauer da wird, wo es war, die Grenze, oder wann haben die Zonen verteilt? Sofort nach dem Prozess gegen die Mauerschützen in Potsdam auf Landgericht. Die haben anderthalb Jahre gekriegt auf Bewährung. Der eine hat sich entschuldigt, der andere, der war noch ein Jünger, ganz jung, ja, der hat sich ja nicht um mich gekümmert. Tommy, du kannst loslegen. Können wir, ja? Ja. Gut, dann vielleicht zum Anfang. Können Sie uns erstmal erzählen? Nicht. Kannst ruhig rein. Ja. Waren wir gerade am Einschlafen und da knallte es. Sagt mir Mann, das waren Schüsse aus dem Gewehr, sagt er, also das kennt er. Und die haben den Herbert erschossen. Er hat sich sofort wieder angezogen, hat sich wieder in sein Auto gesetzt, ist wieder hingefahren und hat gesehen, dass alles hell erleuchtet war. Also ich war 5 Jahre alt gewesen. Aber gab es hier keins? Ne? Nein, es war nur ein Grenzübergang für die Müllautos, die ihren Müll... Dann hätten sie festnehmen können und dann wäre gut gewesen. Wir verstehen bis heute nicht und viele andere auch nicht, warum auf ihn geschossen wurde. Warum? Ich nehme an, es war einer, der wollte ein paar Medaillen haben, die hat er ja wohl auch gekriegt und wie ich was, Urlaub und so was alles. Der sich da eine goldene Nase verdienen wollte mit Medaillen. Also so richtig schießwüt der Teufel. Gewesen. Das ist nochmal, das war in der Zeitung ein Bild. Nochmal der ehemalige Grenzstreifen, wo hier die Mauer ist. Und er ist, wie gesagt, du bist bis hier gekommen. Also das.